Einen wunderschönen guten Morgen und dann gleichzeitig erstmal an alle Herren und Väter einen schönen Herren sowie Vatertag gewünscht. Was sagst du? Ich denke an die Diversen. Ach, die Diversen, so viel Zeit haben. Manche sind, wissen ja nicht, wo sie hinwollen. Ja, dann feiert heute Wasserwald, wenn er feiert. Ja, wie ihr seht, wir sind zum Herrentag am Wasser, wie wahrscheinlich so manche andere von euch auch. Robert ist jetzt gerade auch aufgeschlagen. Bei mir war es, wie so oft, wie man es von mir kennt, die Nervosität frühs. Ja, eigentlich hat man gesagt, man stellt sich den Wecker auf um 7. 10 vor 5 wirst du wach. Naja, was machst du? Spielst erstmal ein bisschen mit dem Handy. Naja, und dann? Na komm. Ging das eigentlich schon los. Ja, jetzt bin ich schon anderthalb Stunden eher wie Robert hier gewesen, aber viel getan hatte ich auf den großen Routen noch nicht. Aber auf jeden Fall auf der Stübbe, Barsch, Döbel und Uggelei. Uggelei ist schon mal ein ganz gutes Thema, weil eine ist noch mit Köfig drin. Mache ich jetzt erstmal vermehrt noch am Vormittag. Dann tagsüber werde ich zweimal fiedern, weil ich dann einfach die Chancen ein bisschen geringer schätze. Ja, na klar, du hast auch mal Ausnahmefisch am Tag, aber ihr wisst selber wahrscheinlich, frühs und zu den Abendstunden ist das Chancenverhältnis größer, auf jeden Fall mit Köderfisch was zu fangen. Von daher gehe ich dann erstmal ganz entspannt an der Sache tagsüber mit Fiedern ran. Robert an sich erstmal auch, aber was er da genau nimmt, wird er euch dann auf jeden Fall noch sagen und zeigen. Kommen wir schon den nächsten, das ist alles gut besucht heute. Eigentlich war eine andere Stelle geplant, aber da saß schon jemand. Na gut, wahrscheinlich, wer klug ist und Zeit hat, hat das wahrscheinlich gestern schon gemacht, hier sich irgendwo einen Spot zu suchen. Aber ja, jetzt haben wir auch einen schönen Spot gefunden, den werdet ihr dann auch noch sehen. Sind wir wieder am altbekannten Fluss. Und was schon mal ganz lecker ist, wir können jetzt hier mal wieder Richtung Mitte schmeißen. Also da, wo wir bevorzugt gerne angeln, also ja, so halbe Weite bis zur Mitte, ist eigentlich so, ja, schmeckt. Kann man mal machen. Hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass es auch gut beißt. Und ja, Wetter ist schön, dazu brauche ich jetzt nicht sagen. Ja, nee, lange Rede, gar keinen Sinn. Bald gibt es erstmal eine Fanta zum Ankommen hier. Und dann alles weitere werdet ihr dann sehen. Also schön dranbleiben. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose. Vorsicht, lange Vorfach, ne? Den Küssen. Meine auch? Noch nicht. Ja, aber. Doch, ja, doch, das verfettere ich, ja. Kamera an? Kamera ist an, ne? Nehmen wir beide raus, ne? Mhm. Einmal das vor. Zieh mal ganz schnell mal die Gummistiefel an. Ja. Geiler Sound, geiler Sound. Das schmeckt. Ich bin im Wasser. Hier bin ich. Lauf da. Unsere neuen Glücksmützen. Zu denen komme ich später. Glücksmützen. Erstmal landen. Guck mal, da ist drüben auf der anderen Seite. Siehst du das? Da hinten. Ja, wenigstens da hinten und nicht da hinten. Ja, ja. Ich erkenne auch gerade Schnur auf der Rute, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ach nee. Die Woffis, ne? Die Woffis. Ja, da willst du auch was dran ist. Was meinst du? Korb? 15 Minuten später? 10 Minuten später? Ich weiß es nicht. Läuft immer noch. Puls passt. Puls passt, auf dass es nicht nach vorne kippt. Was hast du da? Großen Karpfen. Oh,
Petri. Danke. Schönen Abend da. Mal vorsichtig. Oh, Gott, Agathe, ey. Könnt ihr erstmal ein Bier trinken? Habt ihr euch verdient? Machen wir. So, Freunde. Ich hoffe, der Drill ist mit drauf. Das ist gerade so eine Sache, die wissen wir noch nicht. Die haben wir noch nicht geprüft. Weil jeder, der vielleicht selber eine GoPro hat, wird das Problem kennen. Wenn da vielleicht steht, Datei wird repariert. Das müssen wir deswegen erstmal gucken, ob wir die Daten noch haben vom Drill. Also, Robert wird sagen, halbe Stunde locker, ne? Ja. Halbe Stunde hat es locker gedauert. Da kommt noch mal Wasser für den Kleinen. Ja, schöner Schuppi, schöner Schuppi. Den werden wir gleich noch wiegen. Aber auf jeden Fall hat er 75 cm. Ich schätze jetzt mal 15 Kilo bestimmt. Was sagst du, na ja? Robert sagt 10, ich sag 15. Na ja, gut. Schauen wir mal. 75 cm, wie gesagt, halbe Stunde hat das jetzt gedauert. Fiederrute, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Muss immer schön cool bleiben, den Fisch ein bisschen gewähren lassen, ist klar. Und am Fluss, ja, dann hast du noch das Problem gehabt mit den Bootfahrern. Die kamen natürlich auch noch ins Spiel, aber wie ihr seht, der smasht erstmal voll ab. Haben wir alles richtig gemacht. Petri. Ja, jetzt auch ich dann mal so richtig vor der Kamera. Bisher ja, boah, eine halbe Stunde beim Kescher. Die ganze halbe Stunde haben wir euch natürlich nicht gezeigt. Also es war auf jeden Fall eine halbe Stunde. Letztlich dann 75 cm und 10 Kilo. Also ich lag ganz gut mit meiner Einschätzung. Wir haben ja dann auch die Erfahrung von dem anderen Karpfen Anfang des Jahres, auch Marco. Video blenden wir euch gerne mal oben ein. Der war schon noch ein bisschen fetter und ja, und der hatte ja so 50 Kilo, aber war auf jeden Fall geil. Hat eine ganze Weile gedauert, war auch, muss man sagen, an den, ja, nennen wir es mal Wurfruten. Der erste Biss, der erste Fisch und bisher auch der, ja, letzte Biss und letzte Fisch. Marco hat euch ja erzählt, dass er ein paar Fische auf der Stippe gefangen. Döbel, ein Barsch und noch was? Ugelei. Ach, konnte ich die vergessen, ne? Köderfisch Nummer 1 für unseren lieben Kollegen, ja. Aber ansonsten ging bisher nicht mehr wirklich was. Wie ihr seht, da oben ist der Planet. Herrlichster Sonnenschein. Wir werden so, naja, 17, 18 Grad haben und der Sonne natürlich ein bisschen wärmer. Ab und an mal kommt mal ein Wölkchen, das ist auch ganz angenehm. Marco hat auch ein neues Stativ, das ist echt schwer. Mein Arm wechseln hier. Ja, wir angeln mit 3 Fiederruten. Und Marco hat jetzt auch ein Würmchen aufgezogen. Also eine mit Wurm, die anderen Dry Feedern, Mais, Made und zweimal einen Wafter. Ja, und wir kämpfen ein bisschen mit Treibgut. Es wird mal mehr, mal weniger. Macht doch mal einer so das Wehr auf oder irgendwas und dann wird es auch echt nervig. Deswegen haben wir die Dreibeine jetzt mal noch ein bisschen, ja, noch schräger. Also vorher waren sie ungefähr so, jetzt haben wir sie noch ein bisschen hochgeholt. Gefährlich, aber wir sind ja an den Routen dran. Einfach damit die Schnur so weit wie möglich hinten ins Wasser geht. Wenn ein Boot kommt, nehmen wir sie raus. Aber ansonsten werfen wir Richtung Mitte, Strömungskante. Wie gesagt, die Schnur ganz weit hinten ins Wasser reingeht, damit wir diesen vorderen Bereich, den ihr hier seht, weil da kommt hauptsächlich das Treibgut rum, Armwechsel. ja, das ein bisschen minimieren, gucken wir mal, ob das klappt. Tja, Montage und so weiter zeigen wir euch später mal noch. Fiedern, ihr kennt es ja von uns, jetzt haben wir kein Rad neu erfunden. Auch von mir nochmal einen schönen Herrentag. Ist jetzt ein Biss oder was? Oder? Nee, Hut ist sehr weit drüben, ja, das Treibgut. Ja, macht euch auf jeden Fall einen schönen Herrentag, wenn ihr das seht, ist ja schon vorbei. Aber wir haben schon ein paar Truppen gesehen. Auf jeden Fall lustig. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch einen Fisch fangen. Und gleich erstmal ein Mittagessen. Ich mach mal ganz dicke Backen. Weil gefühlt eine Sekunde länger und Robert seine Rute. Oh. Okay, lass mal was so stehen. Robert sagt das gerade. So viel zum Thema Dreibein. Also,
Ihr seht, das ist nicht irgendein 0815-Gerät. Also das ist eigentlich sogar ein Brandungsbodenständer, ne? Richtig, richtig, richtig. Also die dicken Backen haben sich wieder normal verformt. Schade, wie es halt so ist, du hast halt in dem Moment, wo der Biss kommt, die Kamera nicht an. Wie auch, weil du rechnest einfach gar nicht damit. Aber hier dargestellt in rechts, die Rute hat unten aus dieser Kapsel rausgehauen. Die war schon, ich weiß nicht, was für ein Winkel. Also Robert, 2-3 Sekunden später und die wäre im Wasser gewesen. Also es war gerade ein Biss des Herrn. Keine Ahnung, was das war. Jo, erstmal Luft holen. Bei Robert war, ja, weiß ich nicht. Gerade philosophiert, woran hat es gelegen? Kannst du nicht sagen. Weil im Prinzip haben wir alles richtig gemacht. Ich will euch erstmal ein bisschen gerade stellen. Ja, gib mir mal eine Sekunde. Die habt ihr auch noch, da bin ich mir sicher. Aha, so. Boah, erstmal Schock bekämpfen, wie es halt so ist, ne? Ja, nee, was ich euch noch versprochen habe zu zeigen, die Montage von heute früh, was heißt von heute früh? Die ganztägige Montage mit dem Karpfen. Seht mal ein bisschen nach, ich habe schon ein paar Fanders getrunken zum Herrentag, aber na, muss auch mal sein, ne? Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, auf jeden Fall nochmal zeigen. Ich werde auch das nächste Mal, also vielleicht nicht das nächste Mal, aber in raumer Zukunft auch mal auf das Futter eingehen, was hier im Futterkorb drin ist, weil das ist natürlich auch nicht unwichtig, vielleicht für den einen oder anderen, ne? Gut, also Robert, schmeiß mir mal kurz die Dumbledose bitte her. Die würde ich nämlich auch noch mal gerne zeigen. Profis von Herrn. So, kommen wir nochmal. Ja, wir hat's alle kennen. Hier hat sich nichts, 0, gar nichts geändert. 28er Monofile, Anti-Tangle-Boom, etwa 10 cm lang, 100 Gramm Futterkorb mit dem besagten Futter. Wie gesagt, da muss ich nochmal für euch drauf eingehen. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen modifiziert mit Mais. Hat sich bei mir einfach so eingebürgert, da hat sich nichts dran geändert. Die Schiene, die fahre ich jetzt seit 2 Jahren, glaube ich. Auch was das Futter angeht, Robert nickt schon ab, da hat sich nichts dran geändert. Dann eine Perle vor dem Wirbel, um den Knoten zu schützen. Und hier das 10 cm lange Matted Feeder Vorfach. Ihr werdet es auch von mir kennen, auch von Robert. Er geht sehr oft auch so vor. Oh, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos von dem Biss, weil das war krass. Es war einfach krass. Ja. Ja, schade. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, wie gesagt, die Montage hat bis jetzt den Fisch gebracht, den ihr gesehen habt. Außerhalb davon natürlich noch ein paar Fische auf der Stippe, die wollen wir natürlich auch nicht verachten. Barsch, Döbel, Uckelei. Wobei ich jetzt meine Köderfischrute auch wieder aktiv mache. Jetzt haben wir es gegen, wie spät haben wir es jetzt? Halb sechs rum, genau. Jetzt kann man das mal wieder in Angriff nehmen. Jetzt hatte ich den ganzen Nachmittag zweimal Feeder geangelt, zweimal mit dem Dumbel. Es hat auf beiden Routen sogar gebissen. Es hat sogar auch funktioniert. Dumbel. Ihr hört von mir nur Dumbel. Und das noch Schönere ist, nicht Mücken, sondern ich rede immer von denselben Dumbeln. Immer von derselben Größe, immer von denselben. Wisst ihr, was das Coole dabei ist? Ich habe gar keine anderen mehr. Das ist es nun mal. Die haben heute Fisch gebracht. Wenn ihr Bock habt, da ein paar Cent zu sparen, dann schaut mal vorbei. Hier ist der Link im Online-Shop. Da könnt ihr sogar noch ein bisschen was sparen. Da brauche ich nichts zu sagen. Also endlich auch der erste Fisch für mich. Schöne goldene Brasse, schönes Tierchen. Immer noch mit ein bisschen Ausschlag, deswegen geht die gleich zurück. Ja, zu der anderen Geschichte, später mehr von mir. Ich muss mich immer noch ein bisschen sammeln. Ja, geil, jetzt kommt noch ein schönes Motorboot, Background. Petri, schöne goldene Brasse. Geil. So, ordentlich Fahrweg kriegt, wie ich sehe. Meine Güte, das hat sich gelohnt. Zumindest in den Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsstunden. Ich will nicht reingrätschen, aber... Weißt du Bescheid, ne? Der genießt die Bühne heute, oder? Ja, ein Vogel. Nein, also ja, schön Farbe kriegt, wie ich sehe. Ja, ich habe mich jetzt etwas, also das heißt beruhigt. Das muss man, ihr wisst ja selber, wie es ist nach so einer Aktion. Das Adrenalin schießt einen in den Kopf und sind 1000 Gedanken, die einem auch durch den Kopf gehen. Aber ich habe auch zu Marco schon gesagt, wir müssen das Ganze ein bisschen relativieren, weil es war ein brachialer Biss. Aber wir angeln ja nun doch schon seit ein paar Sonntagen am Fluss und haben schon die ein oder andere Aktion erlebt mit Karpfen, Barben, Döbel und so weiter. Und nicht zuletzt, in einem der letzten Videos am Fluss, der schöne Döbel, der ging auch ab wie Schmidts Katze. Gleich in die Rute rein, Rute krumm, Rute wollte weg. Ne? Und von daher muss man das immer so ein bisschen dann irgendwie einordnen. Das kann
eine Barbe, ein großer Döbel, nicht ganz, also was heißt nicht ganz so groß, ein Karpfen gewesen, es kann alles gewesen sein. Und wenn der den Köder nimmt, jetzt oder nie, und dann halt nach unten Richtung Steine, ja, dann ist, da war es das gewesen. Und der Haken war halt ab, also wirklich schöner, glatter Schnitt unten am Haken, der Rest des Vorfachs war noch da. Ja, und mehr kann man nicht machen, man sitzt an der Route, hat eine Sekunde gedauert, ich hab die Route hochgenommen, der Fisch war schon weg, Haken war auch weg. Kann man viel spekulieren, aber sind natürlich Aktionen, gerade an solchen Tagen, wo es dann ein bisschen behäbiger läuft, nach einem Megastart, dann so eine Durchstrecke zwischendrin. Und gerade persönlich auch bei mir wenig Bisse heute, bis dato kein Fisch. Nur in der Zwischenzeit endlich mal eine schöne Brasse, aber ja, das kommt alles noch dazu. Aber wie gesagt, das ist halb so wild. Ich habe mich da jetzt beruhigt. Beruhigen will ich eigentlich gar nicht sprechen. Ein bisschen runtergefahren, noch ein Bierchen trinken und weiter dem Treibgut hier. Oh, so ein schöner Ast zuschauen. Ja, jetzt machen wir noch 2-3 Stündchen, dass wir uns gleich noch was zum Abendbrot kommen. Wir haben gerne Pizza am Wasser, das werden wir heute auch wieder gönnen. Zum Mittag gab es Bockwürste mit Brötchen und Senf. Ja, und dann hoffen wir mal, ob vielleicht doch nochmal schöner Karpfen, schöner Döbel, schöne Brasse Bock hat. Warm haben schon Zeit, aber auch das lässt sich nicht verhindern. Werden dann natürlich schon zurückgesetzt und tja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Naja, die Musik ist auch wieder an. Naja, es ist halt Herrentag. Gar nicht schlecht. Bream. Breamy, breamy, breamy. Breamy, breamy, breamy. Vogel, deine. Ich schreibe dir später, das hat er erschrocken. So, Bream Nummer 2 für Bini. Die Mütze liegt auch schon ein bisschen schief. Na ja. So, bisschen Wasser. So, Bream Nummer 2 für mich und Nummer 3 insgesamt, ne? Ja. So, jetzt hängt auch schon ein bisschen schief. Da ist sie, mich sieht man nicht mehr. Schöner Brassen, um die 50 wieder. Schön fett. Marco seiner, der war auch richtig fett. Die Goldene war ein bisschen dünner. Bestimmt ein Männchen, ein paar Pumpen. Sehr schön. Groß Bizep. Petri. Hatte Bizep. Noch eine schöne goldene. Schaut mal hier, Leute. Was eine schöne Brasse, oder? Wahnsinn. Schönes Tierchen. Ja. Echt goldig. Petri, mega. Ja, die vierte Brasse, die haben auf jeden Fall Bock. Vielleicht hat auch ein Karpfen Bock. Gucken wir mal. Schön. Ihr Hübschen, bevor wir jetzt fast schon zum finalen Schlusswort kommen, noch eine Kleinigkeit. Also wir haben heute sehr, sehr viel gefiedert. Der Marco hat noch mit Köderfisch geangelt, aber letztlich auch mit Anti-Tengelboom. Blei hast du ja erklärt, oder? Ja, Köderfischmontage? Nee, aber das ist dasselbe wie meine Fiedermontage. Okay, also dasselbe wieder. Ja, läuft wie ich schon sagte, ist ähnlich Anti-Tengelboom, Blei eingehangen und dann sein monofides Vorfach. Mit einem einzelnen Haken. Und ansonsten haben wir halt gefiedert. Mit Anti-Tengelboom, Futterkorb und Vorfach. Und ich habe nochmal der Sache vom vorletzten Mal, letztes Mal wie auch immer, zumindest letztes Mal am Fluss, vorletztes Mal am Fluss die Chance gegeben mit diesem Feederlink. Das seht ihr hier. Ja, also das ist jetzt hier mein Vorfach. Hier ist der Wirbel. Hier ist das Vorfach. Hier hängt 10 mm Mikroboilie dran. Und hier ist dieser, jetzt wickelt sich nicht drum hier, hier ist diese Feederlink-Geschichte. Ja. Also das läuft frei auf der monofilen Hauptschnur. Da ist oben so eine Plasteöse, Plaste
Röhrchen, Plasteteil einfach dran, wo man die Schnur durchfädeln kann. Dann ein 06er Hauptmono, schön steif. Und da unten macht man an dem Wirbel dann den Futterkorb dran. Nennt sich Feederlink. Wahrscheinlich auch umgangssprachlich so ein bisschen Seitenarmmontage. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern, aber ich wollte das mal testen. Das hat dort auch wieder ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, die Ruten haben relativ abwechselnd gefangen. Sowohl Anti-Tangle-Boom als auch Feederlink. Und ja, Margo, komm mal. Moin Männers, ja. Moin Männers, wir haben es geschafft. Und Frauen und diverse. Und Frauen und diverse, genau. Heute war der Herrn- bzw. Vatertag, ja. War ein sehr, sehr, sehr schöner Tag, auf jeden Fall, um das mal zusammenzufassen. Also, es ging spektakulär los. Also, wir standen hier erstmal eine halbe Stunde im Drill und haben uns gedacht, wie soll es noch besser werden. Tagsüber dann, also Mittag, späten Nachmittag, gar nichts, bis gar nichts, null, gar nichts. Probiert, jeden Köder ausprobiert. Ich habe meine Köderfischmontage, wie ich schon gesagt hatte, dann zum Nachmittag mal ein bisschen ruhen lassen, weil, wie ich schon gesagt hatte, früh bzw. abends hast du halt eben die größten Erfolgschancen. Und ja, jetzt ist er noch im Wasser, ruht immer noch, vielleicht kommt noch der Einpackfisch. Zum Abend hin wurde das Beißverhalten dann Gott sei Dank besser, also wirklich spürbar besser. Ich glaube, es war so gegen 17 Uhr. Da haben wir dann auch ganz gut gefangen. In Summe 7 Brassen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 7 Brassen hier gefangen haben. Alle so um die 50 cm. Ein paar schöne goldene dabei. 3-4 haben wir euch, glaube ich, gezeigt. Und ja, manche waren durch mit dem Leichen. Manche brauchen noch ein bisschen. Deswegen gingen die schon schnell zurück. Und ja, die habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt. Und ihr seht, sie sind leer. Das ist meine erste Dumble-Dose, die ich mir mal gekauft hatte. Die ist leer. Er hat sehr gut gefangen, habe schon zu Marco gesagt, die brauche ich nochmal oder so ähnlich, weil die haben heute wirklich gut gefangen. Beide Montagen gut gefangen. Auf der anderen hatte ich diese Mikrobodies, aber Alete. Alete, ja. Wie Robert sagt, man braucht nicht immer sehr viele Köder, man braucht halt oftmals bloß den richtigen am Gewässer. Ne? Und es hat ja bei Robert gut funktioniert. Ich glaube, hast du alle Brassen mit den Köder gefangen? Nee, hatte relativ, also ich hatte noch diese Mikroboilies. Hast du ja gesagt, genau. Ja, so ein bisschen Sweet Corn, also ein bisschen süßer Mais, ich glaube, riecht auch nach Karamell so ein bisschen. Also ich glaube, ein bisschen besser haben die gefangen, aber es war relativ ähnlich. Das sagt aber aus, kauft euch nicht die Hütte zu mit Ködern. Nehmt mal 1, 2, 3 Köder, nehmt mal eine grellere Farbe, nehmt mal eine dunklere Farbe, aber haut euch nicht die Tüte zu mit Ködern. Macht es einfacher und schlicht, manchmal ist es mehr wert wie alles andere. Ich glaube, in dem Sinne, fischtechnisch haben wir alles gezeigt, was man zeigen kann. Was Friedfisch angeht, die Raubfischruten, naja, das wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, aber beim nächsten Mal mehr. Ist ein Biss? Nee. Mücken sind auch wieder da. Mücken sind auch wieder da, aber das sind bloß die, was hast du gesagt? Naja, das sind die Männchen und die Weibchen. Die Männchen lenken ja ab, aber kommen keine Weibchen zum Stechen? Nee. Weißt du, die Männchen, die fliegen immer so, die machen piep, 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 piep. Bini hat ein Biss, Live-Biss. Henk? Ja. Geil! Warte, ich komm mit. Das zum Abschluss. So, ihr Lieben, das wird der letzte Fisch sein, den ihr jetzt seht hier am Drill. Oh, da steht gut, oder was? Jetzt stehe auch gleich gut. Hoffe, dass die Kamera nicht wieder abschmiert hier. Oh. Nee. Aber Teller! So, gehen wir mal runter heute hier. Das letzte Mal hier. Mann, Mann, Mann. Eben haben wir davon gesprochen. Jetzt hauen wir noch mal eine. Oh, liegt da runter. Fitri! Eben noch von gesprochen und jetzt hat der Dumble, das war der allerletzte, gib mir noch mal ein bisschen Wasser. War der allerletzte Dumble dieser Sorte, er hat noch mal geliefert. Ja, auf alle Fälle. Da ist er. Bream! Mit dieser letzten Bream verabschieden wir uns für heute.
bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Ab in der Wanne und ja, bis zum nächsten Biss. Tschüss! Meine Kleine. Und noch ein bisschen Wasser. Hast du noch Wasser? Natürlich. So. Also, auch Brasse machen Spaß. Brasse Nummer 8. 4 goldene, 4 silberne. Muss man nur noch rauskriegen, welche Familie das ist. Naja. Hübsch.